So, hier ist jetzt die fertige gehacktes Pilz Paprikapfanne. Und dazu mache ich mir Zucchini-Nudeln. Für die Zucchini-Nudeln habe ich mir einfach nur eine Brühe gemacht, damit die nicht so fad schmecken. Und ja, die Brühe kann man hinterher immer noch mal gebrauchen, wer möchte. Ich mache Nuss, Mandel, Splitter, Schoko, Stücken. Erstmal röste ich das hier an, damit das so ein bisschen, ja, einen schönen Geschmack kriegt. Dann wird hier die Kuvertüre Schokolade gleich geschmolzen. Da kommt alles in eine Schüssel, wird miteinander verrührt, auf dem Blech und abkühlen lassen. Ganz einfach, super lecker. So, nachdem ich die angeröstet habe, wie gesagt, Schokolade geschmolzen, Kuvertüre geschmolzen, jetzt ein bisschen umrühren und dann geht es sofort auf den Blech. Ist mal was anderes als Kekse. So, da sind schon die ersten. Passende Tütchen habe ich auch. Das sind schon die ersten fertigen. Schön, schön eingepackt. Viel Spaß beim Nachmachen.